Wer kennt sie nicht, die Messingsteine, über die wir tagtäglich laufen? Was können Sie uns zu den Stolpersteinen erzählen? Ich kann dazu erzählen, dass das ein Künstler hergestellt hat, diese ganzen Steine, und sie in gesamt Deutschland, glaube ich, verteilt, an Orten, wo jüdische Mitbürger gewohnt haben, die dann meistens in Konzentrationslagern umgebracht wurden. Kennen Sie die Geschichte von Frida Levi? Nein. Dann erzählen wir diese Geschichte jetzt. Frida Levi wurde am 18.12.1881 in Giesecke als dritte Tochter des Ehepaares Samson Stern und Johanna Stern geboren. Ihre Eltern starben, als sie 16 Jahre alt war. Danach zog sie mit ihrem Bruder Ludwig zu ihrem Onkel nach Berlin. Frida heiratete am 29.03.1901 den Rechtsanwalt Fritz Levi aus Elberfeld, mit dem sie dann nach Essen zog. Das Paar bekam zwischen 1906 und 1918 vier Kinder. Im Ersten Weltkrieg engagierte sich Frida Levi mit Frauenrechtlerinnen wie Anita Augsburg und Minna Kauer für das Frauenwahlrecht und gegen das preußische Dreiklassenwahlrecht im Verein Frauenwohl in Essen. Sie war im Vorstand des Deutschen Verbands für Frauenstimmrecht. Sie machte Vorträge für Jugendliche mit damals gesellschaftlichen Tabuthemen wie Sexualprobleme in der Jugendbewegung, Bub und Mädel in der Arbeitbewegung und Jugend und Alkohol. Nach dem Tod ihres Mannes 1936 zog Frida zu ihrer Tochter Hanna Herz nach Berlin. Wegen staatsfeindlichen Bestrebungen wurde ihr Schwiegersohn und ihre Tochter zu mehreren Jahren Zuchthaus verurteilt. Ihre anderen drei Kinder lebten bereits in Palästina und Schweden. Aus Angst um ihr Kind kehrte Frida Levi nach einem Besuch in Palästina zurück nach Berlin. Hanna Herz zog nach ihrer Freilassung nach Schweden, doch ihr Mann wurde in ein KZ deportiert und dort ermordet. Frida Levi wurde am 25.01.1942 nach Riga deportiert und kam dort unter unerklärlichen Umständen ums Leben. 2001 wurde die Gesamtschule Essen-Mitte zur Frida Levi Gesamtschule umbenannt und bekam auf dem Pausenhof 2007 einen Stolperstein, ebenso im Juli 2012 vor ihrer letzten Wohnung in Berlin. 2004 bekam sie einen Stolperstein in der Moltke Straße in Essen.